Willkommen zurück zur neuen Folge von Super Mario Sunshine. Und ich möchte das hier nochmal probieren. Und es hat tatsächlich geklappt. Scheinbar haben wir nur zwei Anläufe gebraucht. Eigentlich. Aber gut, soll mich nicht weiter stören. Dann hätten wir schon mal einen Shine-Sprite. Gut, jetzt wo das erledigt ist, können wir uns den letzten beiden Insignien oder Shine-Sprites, wie ich sie lieber nenne, Insignien, total dämlich klingt, widmen. In Welt 4 im Freizeitpark Parco Fortuna. Würdest du nicht? Danke, das wäre sehr nett. So. Toadswurf, was hast denn du euch zu sagen? Ja, dann bla bla bla. Okay. Ich will mir nicht vorstellen, was die arme Prinzessin durchmachen muss, wie es ihr wohl geht. Mario, bitte rette sie. Naja. Bowser Junior glaubt ja, dass es seine Mama ist. Dann kann man ja davon ausgehen, dass auch wenn er sie entführt hat, er trotzdem freundlich ist zu ihr. Ist aber nur eine Vermutung. Hört mit Mario Morgana im Park. Ach, der schon beim ersten Mal Ärger gemacht hat und sich dann einem Roboter versteckt hat. Traut er sich jetzt persönlich vorbeizukommen? Warum mir der Sound übrigens kracht, ich weiß es nicht. Ich fürchte, es liegt an einem Grafikkarten-Update. Aber ich glaube, so kleine Sachen sind nicht so schlimm. Ich werde, falls möglich, mich nächste Folge dem widmen. So, jetzt kommt nochmal Ladevorstellung. Jetzt sehen wir gleich, ob der Sound nochmal herumspackt. Der Depp schon wieder. Ja, sorry. Ihr wollt, dass ich euren Deppen den Schmierfink hier stoppe, müsst ihr auch ein bisschen was aushalten. Das hat geklappt. Das ist interessant, dafür klappt jetzt das hier nicht. Los, rauf da! Aber ich find's nett, dass er immer stehen bleibt und auf mich wartet. Los! Wo ist er jetzt? Da unten. Oh, da wäre er fast ins Wasser gefallen. Auf dem er ja, soweit ich gesehen habe, schweben kann. Was ist er denn jetzt? Nee. Ah, da steht er wieder am Anfang. Jetzt hast du nicht bald genug. So viel Wasser habe ich jetzt schon in dich reingepumpt. Das gibt's ja nicht. Es wundert mich immer noch, dass es geklappt hat. Auch dass das hier geklappt hat. Endlich! Fix, das werde ich mir merken. Ja, merk dir ruhig deine Niederlage. Schreib sie dir auf. Sehr schön. Hätten wir das auch. Natürlich speichern. Ich frage mich immer noch, was dort ist. Naja, wir werden es vermutlich noch diese Folge herausfinden. Außer ich stelle mich wieder ganz, ganz, ganz schlecht an, denn es gibt jetzt nur noch eine Insignie zu holen. Eine Shine Sprite, letzte Mission, das letzte Level, Level Nummer 8. In Welt 4, Parco Fortuna steht an. Achterballonfahrt. Und das habe ich mir sagen lassen, ist gar nicht so einfach. Was bedeutet, es wird mich ungefähr 8000 Versuche kosten. Wieso muss ich meine Weltenvorstellung anschauen? Die ist wie immer, aber ich darf mir dann hier nochmal eine anschauen. Ich verstehe es nicht, das Spiel ist doch fertig gerendert. Aber egal. Das sind die Ballons. Oh, wenn die so ausschauen, so schieße ich die natürlich sehr, sehr gerne.
Oh, das sind blaue Münzen. Hm, wie komme ich da drauf? Da rechts irgendwie vermutlich, oder? Hallo? Wo geht ihr denn überall hin, die Achterbahn? Muss doch wohl einen Eingang haben. Na, gehen wir mal da nach oben. Ach da, das sieht doch sehr nach Achterbahn aus. Aber man kann ja sagen, was man will. Der Freizeitpark hier ist sehr schön. Aber gut, die ganze Insel ist eigentlich sehr schön und nur die Deppen haben das kaputt gemacht. Hallo, Kollegas. Das ist vielleicht doch keine so gute Idee. Was denn? Bist du der Chef? Willkommen zur Wiedereröffnung der Achterbahn. Okay. Ein Wasserballonabschusswettbewerb findet gerade statt. Versuch starten. Kristallballons mit deinen Wasserraketen, ehe die Achterbahn drei Runden gefahren ist, gewinnst du. Wir überreichen dir dann einen Preis und der ist natürlich eine Insignie. Nice. Ich sehe nix. Das war auch nur einer. Das war auch einer, sehr gut. Da sind welche. Mir geht die Munition aus. Sehr schön. Na, so schön war das eigentlich nicht. Das war schlecht. Aber da liegt er noch. Fuck. Zählt das? Shit. Die Achterbahn könnte auch etwas langsamer fahren. Gibt es denn insgesamt nur 20? Also muss man alle treffen? Wie viele sehe ich irgendwo die Runden? Das war, glaube ich, die erste Runde, oder? Und gewinn. Das zählt nicht, natürlich nicht. Okay, aber 9 haben wir schon. Shit. Ja, nur ich treffe jetzt nichts mehr. Das war einer, sehr gut. Da sind auch noch 3. Die irgendwo hingehen. Nur nicht dort, wo sie hin sollen. Ich sehe halt absolut nichts. Ach komm! Ja toll, immerhin etwas. Das lässt sich auch so scheiße steuern, das ist unglaublich. Das hat noch gezählt? Sehr gut. Hätte ich nämlich nicht geglaubt. Das ist auch noch ein Treffer. Wo fahren wir jetzt hin? Ach, das war schon wieder eine Runde. Ob ich nochmal so eine Runde schaffe? Ich verstehe nicht das Zielsystem nicht ganz. Müsste doch eigentlich aber die hier passen, oder? Auch nicht. Die hat auch nicht getroffen. Die drei wären halt nice. Ja, ich sehe nichts. Das ist wie bei dem vorigen, wo ich einfach wild durch die Gegend chauffiert wurde. Die aber. Na, immerhin. Die drei haben auch nicht getroffen. Die hätten mir den Sieg gebracht. Hallo. Ich verstehe es nicht. Das war nämlich schon die dritte Runde, oder? Das wird als tot gewertet. Und jetzt darf ich da nochmal hinlaufen. Na, ganz toll. Ah ja, das wird Zeit kosten. Das wird Stunden kosten. Aber ich werde es etwas beschleunigen. Ich werde nämlich am Eingang der Achterbahn speichern. Ich werde noch diesen Versuch zeigen und sollte der nicht klappen, dann noch genau einen Versuch. Mehr mache ich nicht. Ich finde es auch dämlich, dass man hinlaufen muss. Ich verstehe nicht, warum man stirbt.
Wenn man das nicht schafft, weil Mario könnte auch einfach aussteigen. Also und wir warten. Und wir warten. Ich kenne die Ballons, danke. Ich weiß, wie hässlich die sind. Aber ich bin mittlerweile fast sicher, dass es mehr sind als 20. Also immerhin so sozial ist das Ganze schon. Schön. Okay, man kann scheinbar doch mehrere auf einmal abschießen. Das ist dann vermutlich auch so gewollt. Hallo, Düse? Das war schlecht. Ja, das war wieder scheiße. Wir haben in der ersten Runde 9 Stück abgeschossen. So, den treffe ich ja mittlerweile fast immer. Nice. Alter, 20! Wisst ihr, wie, was ein Krampf das war? Und es sind, glaube ich, tatsächlich genau 20. Man muss alle treffen! Ich dachte gerade, wie die Ballons wieder da. Komm wieder, wann immer du willst. Ich probiere es gerne heute. Halt. Gib mir meine Shine-Sprite und halt die Fresse. So, und jetzt wird hier schön abgespeichert. Wenn ich jetzt nicht schneiden würde, wäre die Folge jetzt aus. Nur mal so am Rande, wie lange das jetzt gedauert hat. Das möchte ich nur mal kurz anmerken. Ja, und jetzt schauen wir uns tatsächlich das hier an. Ist okay, Mario. Da hast du jetzt tatsächlich recht. Wir gehen diesmal dorthin. Wir haben noch ca. 10 Minuten und die nutzen wir. Die werden ausgenutzt. Ich bin nicht da richtig. Wasser, dankeschön. Was gibt's denn hier so Tolles? Jetzt?
hier Wasser raussprühen, oder? Warte mal. Eine Idee habe ich noch. Die schauen ja alle nach oben. Wir könnten uns nach oben katapultieren. Du bist, glaube ich, die Katapultdüse. Ja. Ist das wieder nur so eine Zwischenmission, oder? Ist das das Einzige, was mir einfällt? Jetzt? Einfach lang genug stehen bleiben, oder? Okay, ich verstehe nicht, was ihr wollt, aber egal. Ich möchte nämlich etwas anderes machen. Wir gehen jetzt nämlich ins Casino. Wobei besser. Ach so, ich soll mir jetzt erst wieder normale Düsen holen. Gut, dann weiß ich auch nicht mehr, was die wollen. Ich werde das in Erfahrung bringen bis zum nächsten Mal. Mal bitte diese Düse hier. Dankeschön. Ich gehe jetzt hier kurz aufs Dach rauf. Aber ich befürchte, dass das wieder zu ist. Ja, ist es. Da drüben pennt Yoshi und er will eine Kokosnuss. Das ist ja okay. Das trifft sich hier ganz gut, weil ich glaube, Kokosnüsse gibt es hier tatsächlich genug. Kann man das Yoshi ja nicht runterkicken? Schade. Da ist einer, da sehe ich gleich eine Kokosnuss. Danke, einer reicht. Warte mal. Haben wir alle euch noch... Okay, der geht aber nicht. Hm. Ah, ich weiß, wie ich darauf kommen soll. Glaube ich zumindest. Der geht nämlich schon und... Das hier geht auch. Und das reicht schon. Ich muss hier gar nicht aufs Netz. So, Kollege. Ich hoffe, du bist gut im Saft, denn jetzt geht's ans Eingemachte. Gut, dass du nicht runtergefallen bist, ich wäre ausgerastet. Die Chance Bright haben wir ja schon. Ich glaube, irgendwer vorhin was gesagt mit, sonst wäre ich ausgerastet. Naja. Aber du kommst doch darauf, du kommst da nicht drauf, du bist zu blöd. Na gut, probieren wir es anders. Danke, Yoshi. Das ist wirklich sehr nett von dir. Rüber da, rüber da. Was war jetzt gerade los? Er springt schon etwas unkontrolliert, der liebe Yoshi. Aber ich brauche ihn halt. Los! Aha. Ja, dann mach's doch. Hä? Aha. Na gut. Wir betreten auf jeden Fall endlich Welt 5. Nido Sirena. Magische Mantas heißt das erste. Ich nenne es bröckelnder Ton. Erwartet. Ja, sieht auf jeden Fall nach Urlaub aus. Hier sind wir in den Freizeitpark. Das ist mein absolutes Lieblingsdetail im Spiel. Ja, das werden wir auch noch erledigen müssen. Ja, so kann man auch viel sauber machen. Na gut, dann wird die Mission ja hoffentlich kein Problem darstellen, die noch auf uns zukommt. Was ist mit euch eigentlich los? Muss ich hier den ganzen Schleim wegmachen?
Haben sie nicht mal ein Hotel? Oh, sag mir, dass mein Albtraum vorbei ist. Rettest du mich? Ich weiß nicht warum, aber du siehst fertig aus. Hör zu, alles hat Mittag angefangen. Ist ein Mantra-Ding. Doch der Office war auch dünn wie ein schwebender Schatten. Es bedeckt das Hotelfundament mit diesem Elektroschleim. Dann, oh nein, mein schönes Hotel, das arme Gebäude. Es ist in diesem Schleim versunken. Warum gerade ich? Das Personal räumt auf, aber wo ist mein Hotel? Was soll ich tun? Ich kann mich doch nicht zurücklehnen und... komm zurück, das Ende ist... Na, unternehm etwas. Ja. Sieht ja sehr kuschelig aus. Was könnte ich jetzt verletzen? Aber es sieht auch so aus, als würde der Schleim mir auch schaden. Aber gut, das Teil macht mir kein Damage, aber der Schleim macht mir Damage. Shit. Dreh dich, Kamera. Was? Das geht nicht? Ich habe mich vorher um den Scheiß hier ein bisschen gekümmert. Müsste das Wasser durch mich wegschwappen? Was ist jetzt passiert? Heilt es sich? Ah ja, tatsächlich. Shit, shit, shit! Schnell weg hier! Aha. Dafür machen die kleinen Viecher dann mehr Mist, oder wie? Oh, die sind alle da nicht so nett, die Viecher. Ich sollte mich mal noch ein bisschen Geld bemühen. Ich will auch nicht drauf gehen. Ist da oben Geld? Auf Palmen liegt da sicher ein bisschen Geld. Tatsächlich. Ich spiele also doch noch ein bisschen. Das schafft ihr nicht mehr, egal. Die werden noch kleiner. Machen ja richtig Stress. Ja, gut, das ist schon mal tot. Stirb doch! Das große Viech gibt's ja auch noch. Was sind die ganzen kleinen? Dreckverursacher. So, dann heizen wir mal denen ein bisschen an. Oh Gott. Das ist ja ziemlich actiongeladen sogar. Oh, Geld. Geld ist in dem Fall sehr, sehr wichtig. Shit. Fuck. Scheiße! Fuck! Ich dachte, wir geben Geld! Da hätte schon ein bisschen mehr von denen eliminiert. Oh Gott, ein bisschen in Elektroschleim fallen, das wäre tödlich. Und das Wasser, das mir ausgeht, darf auch nicht passieren. Ach schön, hier ist Geld. Aber auch ein Viech, das mich hitten kann wahrscheinlich.
brauchen noch meistens nur so einen Wassertupfer. Ach, lächerlich. Fuck. Lächerlich. So unfassbar lächerlich, als ob das ein Treff. Kotzt mich schon wieder unfassbar. Und am meisten stört mich ja dieses neue Hinlaufen. Das ist ein Schuh. Speichere ich mal kurz. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Schleimfallen, bist du wahnsinnig, Mario? Hat es schon geteilt? Ja, wesentlich früher als vorher. Werden halt immer mehr. Das ist die letzten zwei, drei. Das ist der letzte. Alter, was eine Tortur. Und hier da, sein Hotel kommt auch wieder. Gut, jetzt was erledigt ist, können wir die Chance mit einsammeln und die Folge endlich beenden. Tut mir leid für den kurzen Cut, es gab hier ein kleines Problem, keine Ahnung. Der Emulator wieder rumgespinnt. Ich wollte das in Style machen. Los Mario, mach es in Style, danke. Yahi! Ja, nein, weißt du, löschen es. Diese Frage, ob man speichern möchte, das ist so dämlich. Natürlich möchte man speichern. Außer man macht vielleicht einen No-Death-Run. Das ist möglich. Aber gut, das war's mit der Folge, die glaube ich hier recht lang ist. Ich werde sie irgendwie versuchen zusammenzuschneiden. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.